Willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg, kurz JBZ. In der Reihe Was kommt danach? Laden wir Freunde und Freundinnen der JBZ, Menschen, die bei uns zu Gast waren, Menschen, mit denen wir gerne kooperieren, ein, mit uns darüber zu sprechen, was sie im Zusammenhang im Kontext der Corona-Krise derzeit besonders bewegt, mit uns darüber zu sprechen, was sie uns mitteilen wollen und, da wir eben eine Bibliothek sind, uns auch eine Buchempfehlung zu geben, darüber ein Buch, von dem es heißt, ja, das könnte uns etwas sagen über uns selbst, auch im Kontext der Pandemie und im Kontext dessen, was danach kommt. Ja. Mein Name ist Hans Holzinger und ich begrüße sehr herzlich Petra Nagenköggel bei mir. Hallo Petra, ich hoffe, du bist gut drauf. Danke, dass du dir für das Gespräch Zeit genommen hast. Ja. Petra Nagenköggel ist Schriftstellerin und sie leitet den Literaturverein ProLit. Sie lebt in Wien. Ich erwähne aus ihren Publikationen Hinter der Osten. Ich habe ihn mit großem Interesse gelesen und letztes Jahr erschienen, 2019, bei Jung und Jung, der Band Dort, Geografie der Unruhe. Eines ihrer politischen Anliegen sind Tierrechte. Liebe Petra, Tierrechte, der Umgang mit den Tieren, industrialisierte Massentierhaltung, ist gerade jetzt aktuelles Thema. Jeden Tag hört man in den Schlagzeilen. Wir werden sicher darüber sprechen. Aber meine erste Frage doch, welches Buch hast du dir ausgewählt, das du als Anlass nehmen willst, über das Thema Tierrechte mit uns zu sprechen? Ja, ich habe ein Buch gewählt, das vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen dieser Reihe fällt, weil es kein klassisches Zukunftsbuch ist. Es ist eher eines, das, was es an Fragen aufwirft, eigentlich relativ weit zurückgeht ins Menschheitsgeschichtliche. Aber Zukunft ist ja, glaube ich, nie voraussetzungslos. Insofern passt es dann auch wieder. Ich habe gewählt Canetti, Elias Canetti, über Tiere. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Siehst du das? Ja, ja, danke. Ich sehe es gut. Es ist von Brigitte Gronau herausgegeben. Es ist eine Sammlung von Fragmenten, von Gedankensplittern, von Ausschnitten aus Romanen, aus Essays, auch aus autobiografischen Aufzeichnungen von Elias Canetti. Von den 30er Jahren bis in die 90er Jahre, also kurz vor seinem Tod. Und es geht in diesem Buch um ein Thema, das auch für das gesamte Werk von Elias Canetti sehr zentral ist. Das ist das Thema des Verhältnisses von Tier und Mensch. Und das ist ein Verhältnis, das mich ebenfalls sehr beschäftigt. Und das ist eben, du hast es schon gesagt, aktuell wahrscheinlich wieder neu zu denken und neu zu verhandeln gilt. Was Elias Canetti befragt in diesem Buch, in all seinen Büchern, das ist ja letztlich nichts weniger als der Ort des Menschen in der Welt, das ist seine Position im Weltganzen. Und was Canetti dabei zur Disposition stellt, das ist der Anspruch des Menschen, mehr oder weniger die Krone der Schöpfung zu sein. Also er stellt letztlich das in Frage, was man in der Theorie den exklusiven Humanismus nennt. Er verdeutlicht auch immer diese Zusammenhänge mit den strukturellen Zusammenhang mit Kolonialismus, mit Rassismus. Canetti war ja auch ein Naturwissenschaftler, er hatte großes Interesse an Anthropologie und hat sich sehr, sehr viel auseinandergesetzt mit Fragen der Macht. Masse und Macht ist einer der Titel, die man, glaube ich, kennt von ihm. Es geht also in diesem Buch unter anderem um die Rangordnung der Tiere und des Menschen in der, zum einen in der vormodernen Welt und dann im Industriezeitalter. Und Canetti kommt zu dem Schluss, der mir sehr entspricht, dass es keinerlei Begründung dafür gibt, dass der Mensch sich an die Spitze der Hierarchie setzt, dass er menschliches Leben höher bewertet als das von Tieren oder der Natur. Aber erst diese Bestimmung des Menschen als übergeordnet macht es ja möglich, so mit Tieren und mit Natur umzugehen, wie wir es tun. Also das ist sehr evident. Es gibt dann aber noch einen anderen Aspekt in diesem Buch, der subtiler ist und der mich sehr, sehr beschäftigt.
Canetti spricht davon in seinen Kindheitserinnerungen, dass er als Kind ausgehungert gewesen sei nach Tieren, dass seine Kindheit eine tierlose, so nennt er das, gewesen sei. Und das erlebt er als einen Mangel einer ganz wesentlichen Erfahrung, also wirklich im Wortsinn wesentlichen Erfahrung, der Erfahrung eines anderen Wesens, eines Gegenübers, das nicht man selbst und das nicht Mensch ist. Und ich möchte vielleicht dazu ein kleines Zitat bringen aus dem Buch, das für mich ein ganz zentrales ist. Es heißt da, von den Tieren sind wir abhängiger als sie von uns. Sie, unsere Geschichte, wir, ihr Tod. Wenn es sie nicht mehr gibt, werden wir sie alle mühselig aus uns erfinden. Und das ist für mich so eine der Zukunftsfragen. Ja, wie wird die Welt aussehen? Wer werden wir sein, wenn wir die jetzt gerade noch lebenden Arten, vor allem an Wildtieren, eliminiert haben, unserer ständigen Raumexpansion geopfert haben und auch dem geopfert haben, was kapitalistische Wirtschaftsweise mit sich bringt. Also wer sind wir dann in einer völlig künstlichen Welt, in einer völlig zerstörten, versehrten Welt? Das ist für mich so eine ganz zentrale Frage, die vor allem diese Lektüre von Canetti anstoßen kann. Ich habe in einer Rezension ja gelesen, dass, ich kenne das Buch persönlich nicht, aber habe das in Rezensionen gelesen, dass Canetti in manchen seiner Texte einfach sozusagen die Perspektive umkehrt, dass die Tiere führen die Menschen an der Leine. Und du hast eben gesprochen von seiner Kindheitserfahrung, dass er in einem Schlachthaus war. Jetzt ist es ja so, dass die Schlachthäuser auch die Art, wie Tiere gehalten werden, von uns ferngehalten werden. Wir sehen das Ganze nicht. Wir haben ja nur noch das hygienisch fein verpackte Stück Fleisch vor uns. Was sagen, würde uns Canetti hier sagen in Bezug auf das, was wir jetzt erleben? Die Skandale werden doch jetzt offensichtlicher. Naja, es gibt eine, das ist in der geretteten Zunge, also in den autobiografischen Aufzeichnungen von Canetti, eine sehr lange Passage, wo er von seiner Schlachthof-Kindheitserfahrung spricht. Das war mehr oder weniger die erste Begegnung mit Tieren, war die dann eines Schlachthofs, der rohen Gewalt, um die es dort geht. Das war für Canetti also ein ganz großer Schrecken, ein Entsetzen. Das ist auch eine Passage, die mich sehr, sehr berührt, weil ich diese Erfahrung kenne, also auch aus meiner Kindheit. Ich war im Sommer oft in den Ferien, also bei meiner Großmutter im Mühlviertel, und die hat gegenüber eines Schlachthofs gewohnt. Das hat man damals Viehverwertung genannt. Es war also ein kleiner Schlachthof, nicht vergleichbar mit dem, was die Dimensionen jetzt sind, aber für mich ausreichend, um wirklich um diesen ganzen Schrecken zu erfassen. Also es wurden da Dienstag und Donnerstags immer die Tiere angeliefert, die Kühe. Es war eine unendliche Brutalität, eine unglaubliche Rohheit, eine Gewalt. Und ich bin nachts immer am Fenster gestanden und habe dahin gesehen. Also in dem Fall war es mir sichtbar. Und ich glaube, dass ich da, ohne vielleicht das Wort dafür zu kennen, aber verstanden habe, dass der Schlachthof eigentlich der Ort ist von kapitalistischer Verwertungslogik, kapitalistischen Verwertungszusammenhängen. Und das lässt sich jetzt bei diesen Fleischskandalen ja doch sehr, sehr eindringlich sehen. Und ich glaube, es ist wirklich eine zum einen natürlich ökologische Frage. Wir kennen die Zusammenhänge zwischen Fleischproduktion und Klimawandel. Es ist aber vor allem auch eine ethische Frage, also hier sehr radikal Veränderungen anzugehen. Das heißt, ich übersetze das jetzt für mich: Kapitalismus in Bezug auf Massentierhaltung bedeutet, wir beuten die Tiere aus, und wie man jetzt auch sieht, es werden auch jene ausgebeutet, die in den Schlachthöfen arbeiten. Das sind großteils zugewanderte Arbeiter aus Osteuropa, und wir wissen jetzt, unter welchen schlimmen Bedingungen sie hausen. Und das war jetzt auch ein Hauptgrund, dass sich sehr viele mit Corona angesteckt haben.
Der andere Teil ist natürlich, viele Menschen freuen sich über das billige Fleisch. Ich meine, wir beide hoffen, diese Menschen werden weniger und in der jungen Generation sieht es so aus, dass die Sensibilität jetzt steigt. Wie siehst du sozusagen dieses Spannungsverhältnis? Zum einen werden reich mit dieser Form von Ausbeutung, zum anderen haben die Konsumenten, Konsumentinnen sagen, viel und billigst Fleisch zur Verfügung. Ja. So problematisch das für uns alle ist. Ja. Ja, das ist natürlich problematisch. Gleichzeitig glaube ich auch, dass man, so wichtig der Konsum ist, aber dennoch nicht die gesamte Verantwortung an die Einzelnen delegieren kann. Also es ist eine politische Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist, glaube ich, und das wäre ja mein großes Anliegen, nur sehe ich im Moment dafür nicht den gesellschaftlichen Boden, aber vielleicht braucht es noch ein paar Pandemien und ein paar Naturkatastrophen. Es wäre, glaube ich, wirklich auch an der Zeit, analog zu den Menschenrechten, und es gibt ja Diskussionen darüber, Tierrechte und die Rechte der Natur juristisch zu verankern. Also ich glaube, es wird nicht anders gehen, also alleine mit der Macht der Konsumenten, der Konsumentinnen, die sicher groß ist, aber ich denke, es braucht auch hier die institutionelle Verankerung und vor allem die juristische Umsetzung dieser ethischen Notwendigkeit. Es laufen ja jetzt gerade mehrere Volksbegehren in Österreich, also gerade aktuell das Klimavolksbegehren, aber darauf weisen wir gerne sicher beide auch hin. Es gibt auch ein Tierschutzvolksbegehren, das sich genau um diese Frage auch kümmert, dass die politischen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen andere werden müssen, um diese Form rechtlicher Ausbeutung von Tieren hintanzustellen. Wie schätzt du die Chancen ein? Gibt es Hoffnung, dass sich etwas ändert? Schwer zu sagen. Also das ist natürlich Kaffeesud lesen. Ich denke, es braucht, aber wie wir dahin kommen, weiß ich nicht. Ja, es braucht wirklich so ein grundlegend anderes Verständnis unseres Verhältnisses zum Ganzen. Also es geht immer um die Frage, ja, wie begreifen wir uns? Also wie begreifen wir uns als Einzelne, wie begreifen wir uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft? In welcher Gesellschaft möchte ich leben? Wenn es mir, für mich, ein grundlegendes Anliegen ist, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht und in einer Wirtschaftsweise, also die auf einer Wirtschaftsweise basiert, die nicht auf Ausbeutung ganz, ganz grundlegend basiert, dann werde ich etwas verändern müssen. Ja? Primär natürlich diese Form des Wirtschaftens. Ja? Wie weit, wo wir da jetzt stehen, ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was ist deine Einschätzung? Du bist viel mehr beschäftigt mit den Zukunftsfragen und mit dem, was sichtbar ist vielleicht schon oder was schon angelegt ist als Potenzial in einer Gegenwart. Na, ich bin doch optimistisch. Also wir verwenden da den Begriff der Häufigkeitsverdichtung von Phänomenen, sowohl was sozusagen jetzt das Öffentlichwerden von problematischen Dingen, auch das klarer werden von Krisen, die auf uns zukommen, ist, als auch, dass es mehr Initiativen, Ansätze gibt. Und man darf natürlich nicht alles auf die junge Generation schieben und auf die Hoffnung, aber da tut sich natürlich auch sehr vieles. Und ich sehe das wie du, dieser Form von industrialisierter Landwirtschaft muss politisch auf europäischer Ebene, gibt es durchaus Ansätze, entgegnet werden. Ja? Und das fordert ein Umdenken und eine radikale eigentlich auch Reduzierung des Fleischkonsums. Du hast mir eine Frage schon halb vorweggenommen. Mich interessiert nämlich auch sozusagen, wie du persönlich zu dem gekommen bist, dich mit Tierschutz, mit Tierrechten auseinanderzusetzen. Das war jetzt hoffentlich deine eigene Kindheitserfahrung. Gab es noch andere Schlüsselmomente? Ich glaube, das geht wirklich sehr, sehr weit zurück und die Schlachthoferfahrung war eine der ganz wesentlichen. Aber auch hier wieder könnte ich anknüpfen an Canetti. Also ich habe auch als Kind
Natur und die Begegnung mit Tieren als etwas erfahren, das mich sehr befriedet hat, beruhigt hat, das mir einen Raum geöffnet hat, der mir sonst in meinem Aufwachsen kaum zugänglich war. Also es war vielleicht so ein Stück die Erfahrung, dass ich an dem Erleben des anderen auch selbst zum Mensch werde. Das klingt jetzt pathetisch, aber ich glaube, letztlich ist das schon eine Erfahrung, die wir auch machen können. Ja. Sprichst du jetzt sozusagen Erfahrungen mit Haustieren an? Ob jetzt die Bienen oder die, nein, also generell mit dem Tier als einer anderen Wesenheit. Ja, es ist, um noch einmal zu Canetti zurückzukommen, er stellt in seinen Büchern auch immer wieder die Frage, wie sich die Welt wesenhaft oder wirklich erfahren lässt, also unter der Oberfläche, unter dem, wie wir sie uns zurechtgedacht haben. Und es geht da ganz stark darum, zu einem Denken zu kommen, also dass hinter die Begrifflichkeit, ja, mit der wir die Welt überformen und bestimmen und definieren, also hinter diese Begrifflichkeit zurückzukommen. Und da schreibt er, das ist etwas, das wir ganz, ganz stark durch die Begegnung mit Tieren als dem unüberbrückbar Fremden, als dem wirklich Anderen, dem radikal Anderen, dass diese Erfahrung darüber zu machen sei. Und das ist etwas, was ich teilen kann. Das ist, du sprichst jetzt an die Begegnung mit Tieren, die Erfahrung, die ich im Zusammensein mit anderen Lebewesen machen kann. Und ich habe ja bei Canetti das wirklich sehr spannend gefunden, auch die Perspektive zu wechseln. Mhm. Jetzt gibt es aber zum anderen eine andere Form von Beziehung zwischen Mensch und Tier, wo es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Die einen sagen, ja, wenn Tiere artgerecht gehalten werden, haben wir das Recht, sie auch zu essen. Andere sagen, Vegetarier, wir haben zumindest das Recht, Produkte von Tieren wie Milch, Käse, Eier zu essen. Und Veganer, du kennst das ja, sagen, nein, es ist... Eigentlich haben wir nur das Recht, uns von dem zu ernähren, was so an die Natur uns gibt. Wie schätzt du dieses Spannungsfeld und diese Diskussionen ein? Ja, es ist ein großes Spannungsfeld. Also wenn du mich fragst nach dem Recht, dann würde ich, also sehr, sehr spontan würde ich sagen, wir haben nicht das Recht. Ja. Also wir haben nicht das Recht zur Ausbeutung, wir haben nicht das Recht zur Vernutzung und zur Indienstnahme dessen, was uns umgibt. Ja. Ob jetzt Mensch, Tier oder Natur. Gleichzeitig bin ich schon so weit realistisch und Pragmatikerin, dass ich denke, wir können nur von dem ausgehen, was jetzt ist. Und da geht es dann darum, wahrscheinlich nicht eine Gesellschaft zu schaffen, die nicht mehr Fleisch isst oder in der keinerlei Ausbeutungszusammenhänge mehr da sind. Da ist es dann wirklich eine Frage, wie gehe ich in diese Richtung? Ja. Das ist zuerst... geht es um Bewusstmachung und dann wirklich um den Entwurf einer Gesellschaft, die andere Weichen stellt, die andere Grundlagen hat. Also ich denke, es ist primär natürlich eine Frage der Dimension, was den Fleischkonsum jetzt betrifft und vor allem die Frage dessen, wie die Bedingungen sind, unter denen diese Tiere gehalten werden und gezüchtet werden. Aber prinzipiell finde ich es problematisch, also Tiere deswegen zu züchten, um sie dann zu essen. Ja. Und ich habe gestern mir Zahlen angesehen, also es geht da um weltweit 72 Billionen Tiere, die jährlich geschlachtet werden. Ich kann das nicht mehr denken. Ja. Billionen, das sind 100 Milliarden, Milliarden, also 72 Billionen Tiere, und da ist die Verschubmasse noch nicht mitgerechnet, die Küken, die geschreddert werden, die Bullenkälber, die vergast werden, weil sie nicht wichtig sind für die Milchproduktion. Also das sind Dimensionen, die ich nicht mehr denken kann, und ich glaube, es ist uns auch
der Begriff verloren gegangen. Es ist uns der Begriff verloren gegangen für Körper, für Leben. Also jedes dieser 72 Billionen Tiere ist ein einzelnes Wesen. Und wenn ich davon ausgehe, dass Tiere Schmerz fühlen, dass Tiere Angst haben, dann weiß ich nicht, warum dieser Schmerz und diese Angst geringer sein soll als eine menschliche und warum, ja, wie wir es begründen wollen, also das zu rechtfertigen und das zu verantworten. Und das ist vielleicht auch ein etwas, was ich als sehr problematisch sehe. Es übernimmt ja niemand die Verantwortung. Es stellt sich ja niemand hin und sagt, das verantworte ich, diesen Tod der Tiere. Also es ist für uns eine derartige Selbstverständlichkeit, dass wir das dürfen. Ja. Und die würde ich schon in Frage stellen. Ja, klingt spannend. Es wäre auch spannend, liebe Petra, mit dir noch lange darüber zu sprechen, aber wir halten diese Serie bewusst kürzer, in der Hoffnung, dass dann noch mehr Menschen das sehen. Das heißt, ich gebe dir jetzt nochmals die letzte Möglichkeit, entweder zu Kanette oder auch, was dir sonst noch wichtig ist, mir und unseren Zusehenden mitzuteilen. Nur noch ganz kurz ein Zitat von Canetti. Die Kraft des Träumens, meint er, sei an die Vielgestaltigkeit der Tiere gebunden. Mit ihrem Verschwinden sei das Versiegen des Träumens in Sicht. Ich glaube, wir brauchen auch das Träumen, um uns Gesellschaften zu entwerfen, in denen wir leben möchten. Und ja, auch diese Vielgestaltigkeit, die Canetti anspricht, ist etwas, was mir ein ganz, ganz großes Anliegen ist. Also wie viel Schönheit und wie viel Potenzial wir im Moment dabei sind zu zerstören, das ist einfach auch ein großer Schmerz. Und da hoffe ich, dass ja, wir eine andere Richtung einschlagen. Es ist ein schönes Schlusszitat und ich denke, es ist auch mir im Gespräch klar geworden, es geht tatsächlich auch um Empathie, es geht um das Sich-Hineinfühlen in andere Menschen, Menschen, die anders sind, aber es geht auch um das Sich-Hineinfühlen in Tiere. Und wenn man dieses Sich-Hineinfühlen wieder erlebt, denke ich, dann beginnt man auch anders zu denken über diese Form von Fleischproduktion, von industrieller Massenverwertung, in der Tiere einfach nur zu Produkten werden und zu leblosen Gegenständen. Ja. Ich weise jetzt nochmals hin auf das Tierschutzvolksbegehren, weil es mir persönlich ein sehr großes Anliegen ist, als erster Schritt wegzukommen von diesen Massentierhaltungen, von diesen Schlächtereien, von diesen Kälbertransporten. Es ist ein erster Schritt und man kann hier in Österreich durchaus etwas bewegen. Ich bedanke mich nochmals bei dir, Petra Nagenkögli. Ich kann mich selber erinnern aus deinem letzten Roman dort, Geografie der Unruhe, eine kleine Szene. Du schilderst, das ist ja so ein Stimmungsbild über Argentinien zwischen Kolonialismus und Moderne und Jetztzeit. Da schilderst du so eine Stimmung auf einer Landstraße. Es ist heiß und dann siehst du ein von einem Auto überfahrenes Tier. Und ich habe diese Szene so gedeutet, eine Maschine, ein Auto fährt einfach drüber. Ja? Habe ich das halbwegs gedeutet, so wie es von dir gedacht war? Ja, aber so ist es ja auch. Ja. Also wir haben die technischen Möglichkeiten und wir haben alle Möglichkeiten dieser, und ich erlebe das als Macht, ich erlebe das auch als Gewalt. Ja? Und ja, ich würde sagen, das hast du schon richtig gedeutet. Ja. Es ist aber auch etwas, das wirklich in Argentinien da auch zum Straßenbild gehört, aber nicht nur in Argentinien. Ja. Also diese überfahrenen Tiere auf den Straßen, das ist für mich schon auch ein Sinnbild. Ja, dann weise ich nochmals wirklich hin auf deine Romane, auf deine Bücher. Wie gesagt, das letzte dort, Geografie der Unruhe und politischen Verein, der in Salzburg aktiv ist, den du leitest. Du pendelst zwischen Wien und Salzburg. Dort gibt es auch immer wieder Veranstaltungen. Und wir werden im Herbst eine gemeinsame Kooperation haben, wo es um die Frage geht, was brauchen wir wirklich, um den Klimawandel hintanzuhalten, ob es hier mehr braucht als nur einige Reformen. Ja. Ich weise auch noch hin, ich glaube, man sieht es jetzt auf unser Magazin Pro Zukunft, in dem vierteljährlich neue Sachbücher vorgestellt werden zu den verschiedensten Themenbereichen. Wer
kann man auch online unter auf der Homepage www.prozukunft.org diese Bücher nachlesen. Und auf unserer Homepage finden Sie dann den Link zu allen Gesprächen. Ich glaube, das ist jetzt unser 25. mittlerweile. Was kommt danach? Und mein Schlusssatz, vergessen wir nicht, was danach kommt, das gestalten wir mit. Nochmals herzlichen Dank, Petra Nagenkügel. Ich danke dir. Für mich sehr anregende Gespräch.